Hallo ihr Lieben, wir wollen heute einen Kuchen backen und entweder wird es eine Katastrophe oder er wird wunderschön. Ich wollte mal kurz zeigen, was wir alles dafür brauchen. Die genauen Angaben schreibe ich euch in die Infobox. So, wir brauchen Backpulver, Eier, diverse Lebensmittelfarben, ein kleines bisschen Sahne, Speisestärke, Zucker, Mehl. Das braucht man nicht unbedingt, da kann man noch eigentlich Butter nehmen, aber ist halt praktischer. Vanilleextrakt, Fondant. Oh, wir haben den Fondant vergessen. Den wir auch noch in rosa haben. Den zeige ich gleich. Dann haben wir gedacht, vielleicht können wir das hier irgendwie noch verwenden, weil das läuft jetzt bald ab und vielleicht kann man damit irgendwie schön verzieren. Und wir haben hier noch so ein bisschen Streuselzeugs. Ja, und zweimal rosa Fondant oder Fondant, wie auch immer. Wir machen eine Mini-Torte, darum haben wir hier nur so eine kleine Form, das ist jetzt 20 cm. Und ich glaube, das war's. Wir brauchen natürlich noch diverse Schüsseln und so, aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Ja, dann legen wir einfach mal los. So, wir beginnen jetzt erstmal mit der Cremefüllung für die Torte. Dafür müssen wir erstmal drei Eier trennen, weil wir brauchen drei Eigelb. Und das macht jetzt die Hände mal hier für euch. Das Teil hier. Dann können wir hier die ganze Sache rausholen. Schabe. Ja. Das klappt ja irgendwie gar nicht mal so gut. Dann brauchen wir 2 Esslöffel Stärke. Vanilleextrakt, kommt jetzt da dazu und das wird wieder zusammen verquirlt. So, wir haben jetzt hier noch Sahne in einem Topf und das sollen wir jetzt langsam zum Kochen bringen. Es kocht, dann machen wir es jetzt aus. Kann ich dir das mal in die Hand geben? Und dann schütten wir das in unsere Mischung von vorhin rein. Jetzt sollen wir das rühren. Kannst du das rühren, Sian? Danke. Dann versuche ich mal die Lebensmittel. Das haben wir jetzt ungefähr 5 Minuten geschlagen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen fester, ne? Da steht ja auch, es soll etwas fester werden. Wir bilden das sowas halt irgendwie immer schöner. Auf jeden Fall machen wir das jetzt in den Kühlschrank. So, wir haben den Ofen jetzt auf 180 Grad vorgeheizt und wir kümmern uns jetzt um den Kuchenteig. Dafür brauchen wir erstmal 60 Gramm Mehl. Dann 60 Gramm Stärke. Einen halben Teelöffel Backpulver. So, dann mische ich das alles mal ein bisschen miteinander. Und das wird jetzt auf jeden Fall erstmal zur Seite gestellt. 4 Eiweiß. Medizin, das Ei trennt, nehme ich schon mal 1/8 Teelöffel. Was soll ich mit dem Eigelb machen? Wegschmeißen oder was? Machst du in die Schüssel natürlich.
ein Teelöffel? Keine Ahnung. Ich finde ein bisschen schwierig. Wir machen jetzt einfach mal so ein bisschen Zeit. Aber das Eiweiß kommt hier noch dazu. Und jetzt? Muss man das steif schlagen. Jo, das kriegen wir hin. Wieder unsere Position. Und dann haben wir hier unseren Zucker und das Eigelb. Und das müssen wir jetzt abwechselnd hier zurühren. Das kommt jetzt 30 Minuten in den Ofen. So, der Kuchen ist aus dem Ofen raus. Der soll jetzt 10 Minuten abkühlen und dann werden wir ihn in 3 Lagen schneiden. Dafür habe ich ein ganz tolles Gerät. Ich zeige euch die Verpackung am besten, genau. Die sieht, das sieht man es besser. Das habe ich mal bei Tchibo gekauft. Und das kann man dann hier so. Hier kann man das dann so verstellen in der Höhe. Und dann kann man das ganz toll in einem durchschneiden. Und das sieht dann so aus. Wir brauchen jetzt Sahne. Und zwar 280 Milliliter. Und die Sahne muss jetzt geschlagen werden. Ein Drittel der Sahne hier rüber packen. Den Rest, der kommt in den Kühlschrank. Wir machen jetzt die Sahne hier rein. Und das schlagen wir jetzt nochmal. Sorry, aber das ist ein Smoothie geworden. Ich streiche jetzt die Himbeermarmelade auf den kalten Teigkeks. Marmelade haben wir drauf. Und unsere Füllung ist gerade noch ein bisschen im Kühlschrank und die machen wir dann gleich als nächstes drauf. So, hier haben wir die grüne Creme und die kommt jetzt da drauf. Ups. Der zweite Boden drauf. Wir haben die ja in 3 Teile geschnitten gehabt. Und dann wiederholen wir einfach die Sachen, die wir gerade gemacht haben. Jetzt kommt wieder die Himbeermarmelade, dann wieder die Soße, nicht die Soße, die Creme und dann oben wieder der Deckel drauf. So, jetzt haben wir den Kuchen, die Torte fast fertig. Also wir sind jetzt mit den Schichten fertig. Das sieht richtig toll aus. Und zum Schluss kommt nochmal Sahne drumherum, damit wir den Fondant drauf bekommen können. Aber erst müssen wir den Fondant jetzt rollen. Wir hatten noch eine Idee, man könnte zum Beispiel auch sowas verwenden, einfach sowas verwenden als Creme. Wir haben jetzt vergessen, am Anfang anzumachen. Wir nehmen jetzt die Sahne, die wir vorhin zur Seite gestellt haben, wo wir die ein Drittel von weggenommen haben und geben die über die ganze Torte. Was uns auch aufgefallen ist, dass man die oben jetzt hätte auch noch glatt abschneiden können. Aber das haben wir jetzt irgendwie verplant und ja. So, jetzt wird es nämlich schwierig. Jetzt müssen wir nämlich die Enden machen, die Seiten. Und da weiß ich jetzt noch nicht genau, wie ich das hinkriegen werde. Kommt die wieder in den Kühlschrank.
So, wir haben jetzt gerade festgestellt, dass der Kuchen noch eine halbe Stunde bestimmt in den Kühlschrank muss. Darum werden wir uns erstmal um die Deko kümmern. Da haben wir hier von Dr. Oetker den Dekor von Jean. Von Jean. Ich finde das bescheuert auszusprechen. Und wir haben einen Schmetterling-Ausstecher und wir werden jetzt erstmal Schmetterlinge ausstechen. Schmetterlinge. Laut dieser Anleitung soll man die Schmetterlinge 3 Stunden trocknen lassen auf diesem Löffel hier. So viele Löffel will ich jetzt nicht rausholen. Deswegen, stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, deswegen habe ich die so ein bisschen geknickt und ich lege sie dann auf den Teller, dass sie dann so quasi trocken werden. Nicht ganz, aber so. Und dann tue ich sie in den Kühlschrank. Aber ich hole jetzt keine 20 Löffel raus. So, und weiter geht's. So, und dann lege ich es auf den Teller. Nee, sieht aus wie Zähne. Vampirzähne, ne? Ja. Auf der Verpackung stand, dass man die trocknen lassen soll. Vielleicht werden die aber auch schneller hart, wenn wir die in den Kühlschrank machen. Dann wollen wir das mal probieren, ne? Oder nicht? Ja. Und ich glaube, das reicht auch mit den Schmetterlingen, weil ich will meine Torte auch nicht so mit Schmetterlingen jetzt so überall haben. Nur ein paar Stück und das reicht. So, das sind jetzt die Schmetterlinge und die kommen jetzt in den Kühlschrank. Tada! Ja, was uns nicht klar war, war, ob das ein Teil einfach zu wenig ist. Fail, die zweite. Ja. Die zählt alle. Also Leute, aus Fehlern lernt man. Ja, aber auf jeden Fall hier mit den beiden zusammen, weil sonst kriegen wir das nicht über den Kuchen. Also der ist dann zu klein. Das sieht aus aber wie Kaugummi, ne? Ja, aber es geht. So, wir haben die Torte jetzt aus dem Kühlschrank geholt und wir haben die auch so ein Dings gemacht mit Alufolie. Ein Dings, genau. Ja, Untersetzer. So, kann ich dir irgendwie helfen? So. Und jetzt wird spannend, weil wie gesagt, wir haben das noch nie gemacht. Helf mir mal so. Was genau soll ich tun? So. Ja, genau. Geh einfach runter jetzt zu dir ein bisschen. Okay. Zu spät. Entschuldigung. Wunderbar. So. Und dann brauchen wir eigentlich so eine Gerätschaft, die wir nicht haben. Ja, einen Glätter oder wie das heißt. Ja, haben wir aber nicht. Aber sieht vielleicht dein Ding aus. Was hast du hier? Ja. Die CM hat nämlich auch ganz Glätter. Da muss man die Luft rauslassen. Gell, wie der Mann kommt. Wir haben noch extra bei YouTube was angeschaut, damit wir es jetzt nicht komplett versauen. Heißt nicht, dass es nicht trotzdem passieren könnte. Einfach als Kleber, damit wir diese Teile da festkleben können. Die Schmetterlinge nicht halten. Eigentlich wollte ich jetzt hier so noch ein Band um die Torte herumschnüren, weil wegen jetzt diesen Unebenheiten, damit man das jetzt nicht so sieht und damit es natürlich schöner aussieht, haben wir aber leider nicht. Aber die liebe Simi, die hat ja ganz viele Washi-Tapes, deswegen habe ich jetzt einfach ein normales DIN A4-Blatt genommen, habe mir so ein Washi-Tape rausgesucht und habe hier so ja, 2 Lagen Washi-Tape aufgeklebt. Oben und einmal unten und jetzt fange ich an, das auszuschneiden und ja, dann erzähle ich weiter. So, jetzt haben wir diese Streifen ausgeschnitten. Das sind dann, ja, seht ihr die Blumen? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so in der Kamera rauskommt. Und dann brauchen wir auch noch 2 von diesen Stecknadeln. Oder mehrere, 4 am besten.
gehe ich gleich welche holen. Und dann fangen wir an, das hier anzulegen und um den Kuchen herum anzubringen. Und am besten, da wo ihr angefangen habt, die eine Stecknadel oben anbringen. Damit wir den Kuchen nicht zerstören, machen wir erst ein Loch rein. So. Und dann vorher ein bisschen abmachen. Mache ich heute. Ja, gut wäre es, wenn man auch hier ein Loch macht vorher. Sieht das dann aus? Es ist total süß geworden mit dieser Idee mit dem Washi-Tape. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Aber ja. Oben ist eben noch so ein bisschen Glitzer drauf und eben die süßen Schmetterlinge. Ja, cool. Und später kommen dann meine Kerzen drauf. Ich brauche nicht so viele, weil ich bin noch knackige 23. Hier sind mehr wie 23 drin. Und ja, aber ihr kriegt bestimmt ein Bild. Auf jeden Fall. Wir machen ein Bild, wenn wir das hier anschneiden. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Lecker, auf jeden Fall. Das ist ja auch noch süß. Meinst du, weil der Rest nicht süß genug ist, oder was? Ja. Dein Ernst? So. So, nee, warte. Du kannst ihn einfach gehen. Wir filmen doch. Entschuldigung.